knackiges Gemüse, frisches Obst. Was die Kunden hier auf dem Mannheimer Wochenmarkt kaufen, gilt für uns als Inbegriff gesunder Ernährung. Reich an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen. Dazu noch viel Vollkorn und wenig Fett. Und wir machen alles richtig, oder? Heute bauen auch wir auf dem Mannheimer Marktplatz einen kleinen Stand auf. Wir haben diverse Lebensmittel dabei. Ich möchte herausfinden, was die Kunden hier für gesund halten und ob das tatsächlich so ist. Mit Brot fangen wir an. Brötchen aus Weizen und aus Roggenmehl, Vollkornbrot und eine Laugenbrezel. Welches Brot ist gesund? Ich hätte gerne, dass Sie mir mal kurz sortieren, was Sie davon gesund und nicht so gesund finden. Da kommen die gesunden Sachen hin, da kommen die Sachen hin, wo Sie sagen, hm. Ich meine das da, ja, das. Das Roggen? Ja. Roggen. Ist gut? Mhm. Weißbrot nicht? Ja, nicht so. Nicht so, tun wir weg. Laugen? Laugen auch nicht. Okay. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie essen das nicht gern, nee. Aber Sie glauben eigentlich schon, dass es wahrscheinlich gesünder wäre. Oh, ja, das denke ich schon, ja. Aber vom Geschmack her ist das besser. Ein Dilemma, das wir alle kennen. Was unserem Körper gut tut, ist nicht unbedingt das, was wir wirklich lieben. Aber wenn es der Gesundheit dient, auch die nächste Kundin sortiert Weißmehl konsequent aus. Das erstmal, ja, das auch, obwohl ich es nicht kaufen werde. Und das hier. Okay, und den Rest? Und das esse ich auch gern, aber muss man nicht jeden Tag. Okay, aber da würden Sie sagen, das ist weniger gesund als das? Es hat mehr Ballaststoffe als das. Und von der Seite her würde ich sagen, es ist gesünder. Und wenn Sie jetzt mal ehrlich sind, was essen Sie lieber? Also wenn ich zum Beispiel Krabben oder Lachs oder sowas habe, dann möchte ich kein Vollkornbrot dazu, ne? Auch diese zwei Kundinnen halten die Weizenbrötchen und die Brezel für ungesund. Ja, weil das auch dick macht, würde ich sagen. Ja, und also das ist eindeutig gesünder. Ja, genau. Also hier gibt es auch mehr Vitamine und wie man sehen kann, auch Vollkornbrot. Ja. Okay. Und wenn Sie jetzt mal ganz ehrlich sind, was mögen Sie lieber? Ich würde sagen, dass ich manchmal schon ab und zu Weißbrot gerne esse. Ja. Aber mit ein bisschen schlechtem Gewissen? Ja, schon. Leider. Ist Brot aus Weißmehl wirklich weniger gesund als Vollkornbrot? Es gibt eine Institution, die das wissen müsste, überwiegend finanziert mit öffentlichen Geldern von Bund und Ländern. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Sie hat 10 Regeln für gesunde Ernährung definiert. Darin heißt es zum Thema Vollkorn: Bei Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis und Mehl ist die Vollkornvariante die beste Wahl für Ihre Gesundheit. Das senke das Risiko für Diabetes, Dickdarmkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dass Vollkorn irgendwie gesünder ist, haben alle auf dem Markt geglaubt. Aber kann das wirklich Krankheiten verhindern? Etwa Diabetes? An der Uni Tübingen möchte ich herausfinden, ob das wissenschaftlich bewiesen ist. Hier forscht Professor Andreas Fritsche zur Prävention von Diabetes Typ 2, dem sogenannten Alterszucker. Ja, hallo. So, dann. Zuallererst will der Internist eine Blutprobe von mir. Hat mein Diabetesrisiko womöglich viel eher mit meinen Genen zu tun, als mit der Frage, welche Brotsorte ich esse? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt mir ja, dass ich auf jeden Fall möglichst viele Vollkornprodukte essen soll. Die sagen, das ist definitiv gesünder. Das kann man nicht so sagen. Man kann sagen, es ist auf jeden Fall nicht schädlich, wenn man viele Vollkornprodukte isst. Aber dass es für jeden Menschen oder für den Durchschnittsmenschen immer vorteilhaft ist, das kann man auf keinen Fall sagen. Im Labor wird meine DNA analysiert. Die bestimmt, ob ich für Stoffwechselstörungen wie Diabetes anfällig bin. Schon deshalb sind pauschale Ernährungsempfehlungen für gesunde Menschen nicht besonders sinnvoll. Die Unterschiede im Stoffwechsel einzelner Personen sind statistisch viel größer als die Unterschiede zwischen verschiedenen Ernährungsweisen.
So wie meine DNA hat Professor Fritsche die von mehreren tausend Probanden analysiert. In meinem Fall hat er erstmal eine schlechte Nachricht. Wir haben da untersucht, ob sie Veränderungen in dem wichtigsten Typ-2-Diabetes-Gen haben. Und tatsächlich haben sie da eine genetische Veränderung. Das bedeutet, dass sie ein doppelt so hohes Risiko haben für Typ-2-Diabetes. Mit mir haben etwa 30% der Bevölkerung diese Genveränderung. Können wir mit der richtigen Ernährung gegensteuern? Ja. Das heißt ja immer, zur Diabetesprävention muss man unbedingt Vollkornprodukte essen. Dann müsste ich jetzt also doch mehr Vollkorn essen? Das ist jetzt das Interessante an dieser Veränderung. Das nützt Ihnen gerade gar nichts, wenn Sie mehr Vollkornprodukte essen. Der Hintergrund ist, diese genetische Veränderung bewirkt, dass ein bestimmtes Darmhormon nicht mehr richtig wirkt. Dieses Darmhormon senkt den Blutzucker. Und es wird ausgeschüttet, wenn man zum Beispiel viel Vollkornprodukte isst. Da das aber durch diese genetische Veränderung bei Ihnen gar nicht mehr richtig wirkt, nützt es auch gar nichts, wenn Sie viel Vollkornprodukte essen. Also ich kann genauso gut Weißbrot essen? Ja. Doch auch die restlichen 70% profitieren nach den Erkenntnissen des Grundlagenforschers viel weniger von Vollkorn, als uns die Ernährungsregeln glauben machen. Wir haben eine Studie gemacht, wo Menschen, die etwas übergewichtig sind und ein erhöhtes Diabetesrisiko haben, die sollten weniger Kalorien zu sich nehmen. Und dann gab es da noch eine Gruppe, die zusätzlich zu der Reduktion ihrer Kalorienaufnahme auch noch mehr Ballaststoffe essen sollten. Und dieses Mehr an Ballaststoffen über ein halbes Jahr, ging die Studie, hat nichts Zusätzliches gebracht. Das Entscheidende ist immer, weniger Kalorien zu sich zu nehmen, zusätzlich noch mehr Ballaststoffe essen, hat keinen Effekt auf den Zuckerstoffwechsel oder den Fettstoffwechsel gehabt. Trotzdem empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu essen. Das ist ganz schön viel. Zum Beispiel 300 Gramm Haferflocken oder 200 Gramm getrocknete Aprikosen oder gar 800 Gramm Paprika. Ich möchte wissen, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage diese Empfehlungen beruhen. Bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung besuche ich die Fachabteilung, die für die Ernährungsregeln zuständig ist. Referentin Christina Breitenassel ist sich sicher, dass ihre Empfehlungen uns gesünder machen. Es ist einfach auch so, die Ballaststoffe, die da drin wirken, die wirken zum Beispiel präventiv gegen Kolonkarzinome. Das weiß man, weil das ist einfach von der Physiologie auch logisch eigentlich, weil Ballaststoffe für die Entgiftung zuständig sind. Die sind im Prinzip das Fitnessstudio für den Darm, weil sie da die Darmflora auch stärken und damit auch unser Immunsystem stärken. Stimmt das? Muss ich wirklich mit reichlich Ballaststoffen meinen Darm aufräumen? Das sind alte Vorstellungen. Diese Entschlackungstheorie, das stimmt alles so nicht. Also gerade wenn irgendeine Ernährungsempfehlung sagt, das entschlackt oder Sie müssen sich mal entleeren, das wäre ich sehr vorsichtig damit. Eine größere Rolle spielt vielleicht das Mikrobiom, also die Keime, die in unserem Darm drin sind, und ob wir viel Antibiotika nehmen oder nicht, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber so durch die Ernährung und Stuhlmenge irgendwas an unserer Gesundheit zu drehen, da gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise drauf. Trotzdem sorgen sich immer mehr Menschen um die richtige Ernährung. Gerade Weizen macht vielen regelrecht Angst, mit dem darin enthaltenen Klebereiweiß Gluten. Auf der Schwäbischen Alb hat die Universität Hohenheim Forschungsfelder. Ist Weizen weniger gesund als etwa Dinkel, Einkorn oder Emmer? Agrarbiologe Friedrich Longin erforscht hier zum Beispiel, ob moderne Hochleistungssorten Stoffe enthalten, die uns schaden. Wir haben auf dem Markt hier Leute gebeten, zu sagen, was aus ihrer Sicht gesund und ungesund ist. Und was immer sofort kam, war, also instinktiv haben die alle direkt alles, was aus Weizen war, in die Ungesund-Ecke sortiert. Worauf ja inzwischen viele Leute achten, ist das Thema Gluten. Und ja, gerade deshalb ist ja Weizen oft so in Verruf geraten. Haben diese, ich sag jetzt mal, alten Sorten oder anderen Sorten wie Dinkel denn irgendwie weniger Gluten? Nee, das Gegenteil ist sogar der Fall. Der moderne Weizen hat weniger Gluten als die alten Arten. Wenn überall Gluten drin ist,
Gibt es dann vielleicht andere Stoffe, worin sich alte Sorten und Hochleistungsweizen unterscheiden? In dieser Wachstumsphase sehen alle Getreidesorten für uns Laien gleich aus, wie Gras. Deshalb hat Longin mir Ähren von der letzten Ernte mitgebracht. Also das ist Weizen, oder? Das ist jetzt der normale Weizen, ja. Genau. Und was ist das hier? Als nächstes haben wir dann eben den Dinkel. Das hier. Okay. Ja, das sieht ja den Weizen sehr unterschiedlich, aber ist ihm genetisch sehr ähnlich. Also ich würde sagen, wie schwarze und weiße Menschen sehen sie auch sehr unterschiedlich, sind aber genetisch fast gleich. Mhm. Okay, also weil viele Leute denken ja, dass Dinkel irgendwie gesünder ist, aber also von den Inhaltsstoffen her ist es eigentlich... Von den Inhaltsstoffen konnten wir bisher keinen Stoff identifizieren, der eindeutig im Dinkel drin ist und im Weizen nicht oder umgekehrt. Und somit kann ich nicht sagen, woran es liegen könnte, dass es Leute gibt, die Dinkel vertragen und Weizen nicht. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Als nächstes haben wir den Emmer. Der ist jetzt schon deutlich unterschiedlich, nicht nur im Aussehen, sondern auch in der Genetik zu denen her. Aber von den Inhaltsstoffen her auch ganz deutlich unterschiedlich? Auch hier wieder nicht so viele Unterschiede. Wir können da nicht klar sagen, da ist hier der Stoff 1 drin und 2 und umgekehrt. Okay. Und das da hinten? Das da hinten ist ein Urweizen, das ist der Einkorn. Der hat jetzt viel, viel mehr Carotinoide, mehr Vitamin E, deutlich mehr Mineralstoffe als die anderen. Aber bei den Stoffen, die man gerade diskutiert, die angeblich Weizen krank machen, wie ATI oder FODMAPs, finden wir auch keinen Unterschied. ATIs sind Proteinbestandteile glutenhaltiger Getreidesorten und spielen bei der Autoimmunkrankheit Zöliakie eine Rolle. Doch das betrifft weniger als 1% der Deutschen. Ob sie auch für Menschen ohne Zöliakie ein Problem sind, ist umstritten. FODMAPs wiederum sind fermentierbare Zuckerverbindungen und Alkohole, die in vielen Nahrungsmitteln vorkommen, unter anderem in Getreide. Sie gelten als Ursache für das Reizdarmsyndrom. Sind es diese Stoffe, die uns Bauchgrimmen bescheren? Und wenn die in allen Brotgetreiden gleichermaßen vorhanden sind, warum erleben viele dann, dass ihnen manche Brote besser bekommen als andere? Um das zu klären, arbeiten die Forscher von der Uni Hohenheim mit einem Bäcker auf der Schwäbischen Alb zusammen. Der Bäckerbeck macht Brot im Prinzip so, wie auch vor 100 Jahren gearbeitet wurde. Mit Getreide aus der Gegend, ganz ohne Chemie und Zusatzstoffe, dafür aber mit viel Handarbeit. Der Teig vom genetzten Bauernbrot zum Beispiel wäre viel zu flüssig, um ihn mit der Maschine zu formen. Dafür ist das Brot später aber auch besonders locker und bleibt lange frisch. Normalerweise benutzt Bäckermeister Andreas Koller für den Brotteig nur Wasser, Mehl, Salz und Hefe. Doch heute macht er für uns und die Uni Hohenheim ein Experiment. Er setzt einen Teig an, wie ihn die meisten Bäcker heutzutage anrühren würden. Mithilfe einer kleinen Schaufel Fertigbackmischung. Dieses kleine Häufchen, was Sie da jetzt reingeschüttet haben, ersetzt im Prinzip das Handwerk. Das führt auch zu einer Versäuerung vom Teig, also dass das Brot backfähig wird. Und da sind jetzt irgendwelche Enzyme drin, oder? Enzyme, Malze. Mit der Backmischung ist der Teig in nur 30 Minuten backfertig. Ein handwerklich verarbeiteter Sauerteig muss viele Stunden ruhen. Friedrich Longin von der Uni Hohenheim und der Bäckereichef Heinrich Beck wollen mir zeigen, wie sich Industrie- und Handwerksteig unterscheiden. Das ist jetzt der Vorteig von unserem Ruchmehlbrot. Den hat man heute Nacht angesetzt am Eis. Das ist jetzt aber der für übermorgen. Okay. In 24 Stunden vervielfacht der Teig sein Volumen. Und das ist die nächste Stufe? Genau. Mhm. Hier ist jetzt unser genetztes Brot. Und hier ist ein Brotteig ohne Sauerteig mit einem Teigsäuerungsbackmittel. Also das ist jetzt so eine, ich sag mal, Industriebackmischung. Ja. Schon wie viel fester als die andere. Richtig. Doch die Teige sehen nicht nur unterschiedlich aus. Im Labor der Uni Hohenheim hat Friedrich Longin sie genau analysiert. Zunächst den Backmischungsteig. Der liegt jetzt hier eine halbe Stunde
und wird jetzt abgepackt und gebacken. Und da war so, dass die FODMAP-Menge, die Mehl drin war, war immer noch drin im Brot. Während wenn man dann eine Langzeitführung gemacht hat über verschiedene Vorteige und dann am Ende so einen Teig hat, 4-5 Stunden hatte die Hefe Zeit. In unserem Versuch, hier sind es ja sogar noch mehr, da waren alle FODMAPs weg. Was jetzt ja auch nicht unlogisch ist, weil FODMAPs sind Zuckerbestandteile und die Hefe ernährt sich von Zucker. Wenn ich jetzt so einen Industrieteig habe, der ja mit irgendwelchen, weiß ich nicht, wie sagt man da, Backbeschleunigern oder Enzymen sozusagen schnell gereift wird, dann sind diese Bestandteile, die Bauchweh oder Blähungen erzeugen, noch drin. Und wenn ich das so mache, wie meinetwegen der Bäcker das vor 100 Jahren gemacht hat und es einfach in Ruhe gehen lasse, liegen lasse, dann sind die weg. Richtig. Die lange Teigführung war hier das viel wichtiger als die Rohware vorneweg. Also dann macht mich wahrscheinlich gar nicht das Getreide krank, sondern die Art und Weise, wie der Bäcker backt. Könnte sein, ja. Viele sind zu uns gekommen und gesagt, Heiner, wieso vertragen wir dein Brot und wenn wir es von jemand anders essen, vertragen wir es eher. Was ist denn dein Brot? Was machst du anders? Wir machen es schon immer so. So hat es mein Vater gemacht. So machen wir es heute. Wir wollen das fertige Brot probieren. Das Brot mit der Backmischung, das genetzte Bauernbrot und das Ruchmehlbrot aus Weizenvollkorn. Becks Brote sind Bio und Handarbeit. Mit der Backmischung lässt sich billiger backen. Doch die Brote ohne FODMAPs sind bekömmlicher. Sie sehen schon ganz anders aus. Man merkt schon, von der Charakteristik her sind Richtig. Die beide relativ großporig und elastisch. Und das ist halt recht hart. Recht hart, feinporig. So, und die sind alle drei gestern gebacken worden. Ja. Okay, das ist schon fast altbacken, während die noch frisch sind. Und sie schmecken auch ganz anders. Also das riecht im Prinzip nach gar nichts, das Industriebrot. Ja, das kaut sich auch so ein bisschen. Da kommt der leicht säuerliche Geschmack von dem Sauerteig raus. Aber woher weiß ich denn jetzt als Kunde, dass ich sowas habe und nicht sowas? Kann ich das an irgendwas erkennen? Gibt es da eine Liste, wo draufsteht, wie ich gebacken habe als Bäcker oder so? Also bei uns weiß jede Verkäuferin Bescheid. Und wir haben unsere Brote auch gekennzeichnet, was da drin ist. Bei uns im Laden und auch übers Internet. Und das ist einfach offene Sache bei uns. Aber das machen Sie freiwillig? Das machen wir freiwillig. Unglaublich, aber wahr. Bei lose verkauftem Brot muss ein Bäcker nicht angeben, welche Zutaten er verbacken hat. Und der Einsatz von Enzymen muss laut Gesetz gar nicht offengelegt werden, weil die Enzyme nur im Teig wirken, nicht aber im fertigen Brot. Wer also sicher sein will, dass sein Brot genug Ruhezeit hatte, muss dort einkaufen, wo er nachfragen kann. Als nächstes nehme ich mir das Thema Fett vor. Tierisch, pflanzlich, gesättigt oder ungesättigt, Omega-3-Fettsäuren, Speck, Butter, Margarine. Welches Fett ist ungesund? Das ist Schweineschmalz. Das ist Margarine. Das ist Margarine, die den Cholesterinspiegel senken soll. Das ist ganz normale Leberwurst. Das ist Speck. Das ist normale Butter. Klare Entscheidung. Alle tierischen Fette sortiert die Kundin aus. Also da gefällt mir schon mal, dass das ungesalzen ist. Aus Rapsöl hergestellt. Dann hier die Omega-3 und Omega-6. Essen Sie denn generell eher Margarine als Butter? Nein, wir essen aber wenig. Also ich achte da drauf. Ja. Aber das heißt also, Sie finden, Butter schmeckt besser, ist aber ungesünder. Ja. Angeblich. Ja. Und tierisch nicht so gut. Was tierische Fette sollen nicht besonders gesund sein, wobei ich selbst gern tierische Fette verzehre. Also ich würde eher die Butter vorziehen anstatt die Margarine, weil ich einer Kuh mehr vertraue als einem Lebensmitteltechniker. Aber Sie würden denken, wahrscheinlich wäre es besser, Sie würden das lieber mögen. Ja. Also einfach so vom Gefühl her. Ja, es fühlt sich gesünder an. Fühlt sich gesünder an. Aber das schmeckt besser. Das schmeckt besser, so ist es. Wie halten Sie es denn? Also versuchen Sie Fett zu vermeiden? Ja, ich versuche auch Schweinefleisch zu vermeiden einfach. Weil es so fett ist? Weil es so fett ist und weil
Schweinemark. Ja. Aber also versuchen Sie denn so ein bisschen fettarm zu essen oder Fett reduziert, also mit weniger Fett auszukommen? Ja, mhm. Okay, man versucht's. Das Ergebnis unserer Umfrage spiegelt das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät. In den 10 Regeln heißt es: Bevorzugen Sie pflanzliche Öle wie Rapsöl. Außerdem sollen wir demnach möglichst fettarm kochen. Ob das wissenschaftlich belegt ist, möchte ich an der Uniklinik Heidelberg klären. Der Endokrinologe Peter Navroth ist einer der führenden Experten für Diabetes und kann beurteilen, ob bestimmte Fettsorten besser für uns sind als andere. Ich war mit diesen verschiedenen Varianten Fett auf dem Markt und habe mich mit den Leuten unterhalten, was sie davon für gesünder oder weniger gesund halten. Und es war ziemlich einheitlich. Also alles, was tierisches Fett war, ist eigentlich direkt aussortiert worden als böse und ungesund. Gibt es denn einen gesundheitlichen Grund, lieber, was weiß ich, diese Margarine zu nehmen als die Butter? Nein, die Natur hat uns als Tier, als Säugetier, so gemacht, dass die verschiedenen Fette, die es in unserem Körper gibt, und die verschiedenen Fette auch, die wir aufnehmen, alle eine sinnvolle, aufeinander abgewogene Funktion haben. Und genau das ist der Punkt, um den es jetzt geht, das Abgewogensein. Alles, was ihr isst, dürfen Sie gerne einmal essen, nichts schadet, aber wenn Sie sich nur von einem ernähren, dann wird es für Sie schädlich. Und was immer wieder vergessen wird, bei allem Gerede über Diabetes, Hochdruck, was wir sonst an Zivilisationskrankheiten haben, wir werden immer gesünder, immer älter, haben dann im Alter allerdings schwerwiegende Erkrankungen. Mhm. Und das liegt aber nicht an dem, was ich dann vielleicht vorher mal gegessen habe, sondern einfach daran, dass ich so alt bin? Das ist auch wieder eine Kombination zwischen dem normalen Alterungsprozess, den Abwehrmechanismen, die unser Körper im Alterungsprozess anschaltet. Und wenn ich dann natürlich an bestimmten Stellen übertreibe, dann schade ich mir mit dem zu dünn sein, genauso wie mit dem zu dick sein. Am Rande des Schwarzwalds in Oberkirch liegt das Hofgut Silva. Für Schweinezüchterin Judith Wohlfahrt ist dick ein Zeichen für Qualität. Ihre Schweine leben immer draußen. Komm her, komm! Völlig andere Tiere als die aus konventionellen Mastställen. Die haben ja keine Haare, also Rinder oder Schafe oder so, die kriegen ja Sommer- und Winterfell. Und Schweine haben halt eine Speckschicht und das wirkt wie so eine Isolierung halt. Ja. So, jetzt kann ich aufstehen. Komm. In der Massenerzeugung ist dieses Fett weggezüchtet worden. Seit Jahrzehnten gilt mager als gesünder. Judith Wohlfahrt verarbeitet das Fleisch ihrer Schweine selbst. Sie erlebt oft, dass Kunden vor dem Fett zurückschrecken. Etwa vor dem Schweineschmalz aus ihrer Hofmetzgerei. Es gibt zwei verschiedene Arten, sage ich mal. Die einen finden Schmalz voll ungesund, ja, und haben da halt irgendwie Vorbehalte, würden jetzt niemals Schmalz auf dem Brot essen oder so. Und dann gibt es richtige Liebhaber, die sich freuen, dass sie endlich mal pures Bratenfett haben oder so ein richtig gutes Schmalz auf dem Brot oder halt einfach Fett, wo sie ihre Bratkartoffel mit anbraten können oder so. Und was komplizierter ist manchmal zu erklären, ist dann das Fett am Kotelett zum Beispiel oder am Braten. Das Fett, wie dann unsere Kunden dann einfach damit umgehen. So, den nehme ich. Mal halten, bitte. Okay. Die Erzeugnisse des Hofguts landen vor allem in der Gastronomie. Profiköche schätzen das Fett als Geschmacksträger. Das fertige Griebenschmalz ist mit Kräutern vom Hof gewürzt. Sehr fett, kalorienreich, aber auch richtig aromatisch. Das, was man normalerweise im Supermarkt heutzutage findet, das sind eben Hochleistungsrassen, die auf Mager gezüchtet sind. Und sobald man alte Rassen hält, sind die automatisch fetter, schon von der Genetik her. Das Fett ist, glaube ich, ja auch ganz wichtig für den Geschmack von der Wurst, oder? Also kann denn eine magere Wurst so gut schmecken überhaupt? Ich denke, mit den richtigen Geschmacksverstärkern schmeckt alles irgendwie, ja, aber klar, das Fett trägt natürlich zum Aroma schon
bei. Ja? Also deshalb ist es zum Beispiel auch so, dass kalte Wurst nicht so aromatisch schmeckt wie ein bisschen wärmere Wurst, weil einfach das Fett dann schon mal anfängt ein bisschen zu schmelzen, die Wurst cremiger macht und so. Ja? Und das Fett bindet auch ganz viele Aromastoffe. Also viele Aromastoffe kommen auch erst richtig zum Tragen, wenn es in Verbindung mit Fett ist, nicht unbedingt mit Wasser. Doch was gut schmeckt, kann ja dennoch ungesund sein. Ich gehe nochmal zu Professor Andreas Fritsche von der Uniklinik Tübingen. Mit Hilfe von fettem und fettarmem Joghurt hat er erforscht, was Fett im Hirn bewirkt. Ganz metallfrei. Sehr gut, hallo. Gut. So, hier haben wir das Joghurt, das Sie jetzt essen dürfen. Und zwar Sahnejoghurt mit einem Fettgehalt von stolzen 10%. Schmeckt? Schmeckt super. Ob Essen uns glücklich macht, ob wir satt werden, all das entscheidet sich in unserem Gehirn. So, Frau Schickling, geht's Ihnen gut? Alles okay. Dann legen wir gleich los. Fett macht Fett, könnte man meinen. Tatsächlich ist es sehr viel komplizierter. Das ist jetzt mein Hirn, oder? Ja, sind sehr gut geworden, die Bilder. Okay. Ich kann Ihnen hier jetzt zeigen, um welche Struktur es sich handelt, für die wir uns dann besonders interessieren, wo wir dann nachher auch den Durchblutungsunterschied vor Joghurt essen, nach Fettjoghurt essen angucken. Also im Prinzip, wenn ich was esse, dann entscheidet sich hier, was mein Körper damit anfängt. Ganz genau. Ein paar wenige Nervenzellen, die von diesen ganzen Hormonen, die ausgeschüttet werden, wenn man isst, dann gesteuert werden. Und da wirkt sich das also auch unterschiedlich aus, je nachdem, was ich so esse. Genau. Fett, nicht Fett, Zucker. Und ob sie dann gesättigt sind oder nicht gesättigt sind und ob bestimmte innere Organe was machen müssen oder eben ihre Zuckerproduktion einstellen sollen. Das wird alles da in dieser Region gesteuert. Unser Stoffwechsel hat über Jahrtausende gelernt, mit einem sehr unterschiedlichen Nahrungsangebot klarzukommen. Egal, wo wir Menschen leben und welche Nahrungsmittel uns zur Verfügung stehen. In Fritsches Studie haben alle Probanden ihr Gewicht gehalten, egal ob sie fetten oder fettarmen Joghurt bekamen. Weil unser Hirn erkennt, was der Körper gerade verarbeiten muss. Wenn Sie jetzt also einen Joghurt gegessen haben, das sehr viel Fett enthält, dann reagiert dieser Hypothalamus, diese kleine Region, auf dieses hochfette Joghurt mit einer Änderung des Blutflusses. Er kann das also verarbeiten. Wenn man ein Niedrigfett-Joghurt isst, dann reagiert er überhaupt nicht. Jetzt essen ja Leute fettarmen Joghurt, weil sie denken, dadurch werden sie jetzt irgendwie gesünder oder dadurch nehmen sie weniger Kalorien zu sich. Angenommen, ich hätte jetzt sozusagen nicht diesen ganz fetten Joghurt gegessen, sondern so einen Light-Joghurt. Da wäre in meinem Hirn gar nichts passiert. Genau. Und das ist dem Hirn dann, also dieser Stoffwechselregulator in unserem Gehirn ist das dann egal. Und das zeigt nur, dass das Gehirn eben mit unterschiedlichen Anforderungen sehr gut umgehen kann und das dann ausgleicht. Aber wenn ich jetzt den Light-Joghurt gegessen hätte, dann hätte ich ja weniger Kalorien zugeführt, dann würde ich ja weniger dick werden. Von der Kalorienzufuhr schon, aber es könnte sein, dass Sie eben schneller wieder hungrig werden, weil hier werden ja nicht nur die Stoffwechselprozesse reguliert, sondern eben auch das Gefühl, hungrig zu sein oder nicht hungrig zu sein. Und das hat überhaupt keinen Einfluss auf den Hunger, sozusagen, Sie sind dann weiterhin hungrig. Also mein Hirn hat sozusagen gemerkt, dass ich gar nichts Richtiges gegessen habe. Genau, das kann man nicht austricksen, das Gehirn, das merkt es schon, was wir da essen. Wer Fett vermeidet, wird womöglich nicht satt und isst dann einfach weiter. Weißmehl, Fett, alles kein Problem, solange die Menge stimmt. Unsere Gespräche auf dem Markt in Mannheim zeigen aber, dass das den meisten nicht bewusst ist. Woran liegt es, dass wir uns so viel Sorgen um unsere Ernährung machen? Die Hamburger Medizinprofessorin Ingrid Mühlhauser analysiert seit Jahrzehnten Ernährungsstudien. Sie bezweifelt, dass es für die vielen Ernährungsempfehlungen, die uns so verunsichern, überhaupt eine wissenschaftlich fundierte Grundlage gibt.
gerade bei den ernährungsmedizinischen Fragen sind die meisten Studien einfach Wissenschaftsmüll. Das wissen wir heute, ja, dass sehr viel schlechte Studien hier auch publiziert werden und auch zitiert werden, die man eigentlich überhaupt nicht benutzen kann, um irgendwelche Behauptungen und Aussagen zu untermauern. Grundsätzlich ist es sehr schwer zu beweisen, dass eine bestimmte Art von Ernährung gesünder ist als eine andere Art von Ernährung. Ein gutes Beispiel ist Cholesterin, enthalten in vielen tierischen Lebensmitteln. Jahrzehntelang galt deshalb die Empfehlung, maximal 2 Eier pro Woche. Das steht mittlerweile nicht mehr in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Aber noch immer rät die Fachreferentin dort zu Zurückhaltung. Eier gehören in die Gruppe der tierischen Lebensmittel. Die sollen eigentlich unseren Speiseplan ergänzen, weil sie auch andere Begleitstoffe haben. Neben dem Cholesterin viele gesättigte Fettsäuren zum Beispiel, die auch wieder im Zusammenhang stehen mit zu erhöhtem Cholesterin und damit mit dem Risiko für koronare Herzerkrankungen. Medizinprofessorin Ingrid Mühlhauser wundert sich über solche Aussagen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass man Dinge behauptet, die nicht wissenschaftlich fundiert sind. Das ist Wunschdenken, ja, aber es hat nichts mit der wissenschaftlichen Beweislage zu tun. Denn die Studienlage ist ganz anders. Nicht cholesterinreiche Lebensmittel erhöhen demnach den Spiegel im Blut, sondern eher Gene und Alter. Wie kann also eine staatlich finanzierte Einrichtung einfach das Gegenteil behaupten? Auch Stoffwechselexperte Peter Navroth kann die Ratschläge der Deutschen Gesellschaft für Ernährung fachlich nicht nachvollziehen. Wenn ich jetzt einen hohen Cholesterinspiegel hätte und wäre gefährdet und hätte jetzt eine koronare Herzerkrankung, würde ich mir schon überlegen, ob ich mehr Medikamente schlucke oder das auch unterfüttere mit etwas vernünftigem Essen. Aber eine ganz strenge Diät ist bei den allermeisten Patienten diesbezüglich gar nicht nötig, sondern nur vernünftiges Essen. Also wenn ich jetzt gesund bin, könnte ich mich ja aber prophylaktisch schon mal ganz cholesterinarm ernähren, damit ich dann gar nicht erst krank werde? Das ist ja der Traum einer jeden Waschmittelfirma, dass sie, wenn sie ihr Hemd morgen aus dem Schrank nehmen, es prophylaktisch noch mal waschen. Dann wird ja der Umsatz an Waschmitteln einfach verdoppelt. Die Prophylaxe bei uns Ärzten oder in der Medizin funktioniert in ganz wenigen Bereichen. Man geht regelmäßig zum Zahnarzt, man geht zur Brustversorgung, man geht zur Dickdarmspiegelung. Und eine Prophylaxe im Sinne von Schutz, sich gesund essen, die funktioniert nicht. Laut einer Umfrage achten dennoch 45% der Deutschen beim Essen in erster Linie auf Gesundheit. Lecker schaffte es nur auf den 2. Platz. Dabei glauben wir Studien, die strengen wissenschaftlichen Kriterien oft gar nicht genügen, weil sie nur an Zellkulturen forschen, weil die Zahl der Testpersonen zu klein ist oder der Untersuchungszeitraum zu kurz. Ernährungsstudien sind komplex und wirklich gute Studien selten. Zum Beispiel die amerikanische Frauengesundheitsstudie, die haben tatsächlich versucht, bei 50.000 amerikanischen Frauen im Alter zwischen 50 und 70 Jahren festzustellen, ob die sogenannte gesunde Ernährung vor Herzinfarkten und Schlaganfällen schützen können. Nach 8 Jahren hat man dann ausgezählt, hat man Bilanz gemacht. Und da hat man festgestellt, dass es überhaupt keinen Unterschied gibt zwischen den Gruppen, zwischen den beiden Ernährungsformen in Bezug auf die Sterblichkeit, auf das Risiko zu sterben. Auch kein Unterschied in Bezug auf das Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden. Und auch keinen Unterschied in Bezug auf Brustkrebs oder Darmkrebs. Mit diesen beruhigenden Nachrichten im Gepäck schmeckt meine Butterbrezel gleich viel besser. 150 Kilokalorien sind als 2. Frühstück völlig in Ordnung. Aber müsste ich nicht unbedingt noch etwas Grünzeug dazu essen? Ich lasse die Kundschaft auf dem Markt schätzen, wie viel Gemüse oder Obst am Tag muss sein, damit ich genug Vitamine esse. Jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie hier mal zugreifen und mir hierhin alles das stapeln, was Sie Ihrer Ansicht nach essen müssen, um so das, was man an Vitaminen aus Obst und Gemüse kriegen kann, ausreichend gegessen zu haben. Auf jeden Fall die Paprika. Ja, ich glaube schon fast die Hälfte. Ja, die Hälfte von dem, was hier liegt? Die Orange würde ich essen. Eine Orange. 3 Orangen auf jeden Fall. Eine Paprika. Okay. Das Spinat? Ja, das Spinat. Würde ich mir kochen? Dann auf jeden Fall Eisen, Spinat, ja.
eine Person isst das, ja, und dann hat sie genug Vitamine gegessen. Ja, das ist mir doch dann ein bisschen zu wenig für den ganzen Tag. Glaubt man den Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dann sind 5 Portionen am Tag Pflicht. 3-mal Gemüse und 2-mal Obst. Ach so, na gut, dann nehme ich noch eine Möhre dazu. Mhm. Ganz schön viel zu futtern. Und Champignons würde ich mal sagen, mindestens auch 6 oder 7. Eine Süßkartoffel, Brokkoli. Glauben Sie, dass es jetzt reicht? Keine Ahnung. 2 Karotten vielleicht auch noch dazu, aber ich weiß halt, dass es sehr schwierig ist, überhaupt diese ganzen Vitamine zusammenzubekommen. Haben Sie genug? Ja. Sicher? Nein. Reichen wir jetzt an Vitamine bestimmt nicht. Liegen die Kunden hier richtig? Ist es tatsächlich so schwierig, genug Vitamine zu essen? Auch damit hat sich Professor Peter Navroth von der Uni Heidelberg eingehend beschäftigt. Die Leute, mit denen wir heute geredet haben, deren große Sorge war es eigentlich doch durchgängig, dass sie es gar nicht schaffen, genug Vitamine zu essen. Diese Angst sind begründet. Nein, die Angst ist nicht begründet. Die Natur hat uns sehr gut vorbereitet auf das, was wir heute haben. Wir haben nämlich ausreichend zu essen. In unserer Gesellschaft ist es für den, der sich ausgewogen ernährt, fast unmöglich, in irgendeinen Mangelzustand zu geraten. Das ist eine verkaufsbefördernde Mär, aber ohne jede gesundheitliche Relevanz. Anhand der Referenzwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung rechne ich mit den Kunden auf dem Mannheimer Markt nach, ob sie die empfohlenen Vitaminmengen geschafft hätten. Das Ergebnis ist verblüffend. Die wichtigsten Vitamine, die Sie über Obst kriegen können, da haben Sie fast alles damit. Mit einer Fenchel? Also der wiegt jetzt 240 Gramm ungefähr. Mit 122 Gramm Fenchel haben Sie schon Vitamin A abgedeckt. Mit 200 Gramm Fenchel haben Sie Vitamin E abgedeckt. Mit 28 Gramm Fenchel haben Sie Vitamin K abgedeckt. Mit 100 Gramm Fenchel haben Sie Vitamin C abgedeckt. So, bei Folat bräuchten Sie 300 Gramm, aber da fehlen ja sozusagen, da fehlt ja nicht mehr viel. Bei dem, was Sie an Spinat haben, sind Sie damit auch durch. Also tun wir das noch dazu. Okay, können Sie das alles weglassen. Aber da bin ich sehr froh. Wozu also der Rat, 5 Portionen zu essen, wenn eine einzige Knolle Fenchel schon ein Vielfaches der meisten Vitamine liefert? Und wie zuverlässig sind die Referenzwerte überhaupt? Bei Vitamin C empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung einem erwachsenen Mann 110 Milligramm täglich. Laut US-Gesundheitsbehörde reichen 90 Milligramm. Gemäß dem britischen Nationalen Gesundheitsdienst sind es sogar nur 40 Milligramm. Wie kann es sein, dass die Briten fast 3-mal weniger Vitamin C für nötig halten als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung? Wir gehen zum Beispiel auch noch davon aus, dass man eine gewisse Reservekapazität haben möchte, wenn wir Nährstoffe aufnehmen. Und beim Vitamin C wissen wir auch, dass es präventiv wirken kann. Also gucken wir uns nicht nur an, wann ist ein gewisser Mangel entstanden, sondern was ist zum Beispiel die Blutkonzentration von Vitamin C, wo es auch noch antioxidativ wirken kann. Jetzt wundere ich mich doch. Denn ausgerechnet bei Vitamin C scheidet der Körper Überschüsse einfach aus. Das müsste die Fachgesellschaft doch wissen. Gerade Vitamin C hat man einen gewissen Spielraum dann auch natürlich, ne? Aber es geht ja auch immer darum, das, was natürlich aufgenommen wird. Wenn wir Lebensmittel essen und wenn wir uns anschauen, wo Vitamin C überall enthalten ist, ist Vitamin C in Deutschland auch kein Problem. Ne? Also, und darum ist es dann auch wieder schwierig, so einen minimalen Wert tatsächlich festzulegen. In diesen Fachgesellschaften arbeiten ja überwiegend auch Leute, die in diesem Berufsfeld verdienen, also die ihren Beruf ausüben in diesem Berufsfeld. Das heißt, die sind nicht immer unabhängig und objektiv in der Beurteilung, in der Interpretation der wissenschaftlichen Daten. Und ich finde für jede Aussage irgendeine wissenschaftliche Studie oder eine sogenannte wissenschaftliche Studie. Schwere Vorwürfe. Angesichts der so unterschiedlichen Empfehlungen, aber nachvollziehbar. Denn die hohen Referenzwerte befeuern die Angst vor Vitaminmangel und sorgen für ein Riesengeschäft. 1,12 Milliarden Euro haben wir Deutschen 2016 für Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamintabletten ausgegeben.
Gemeinsam mit Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern gehe ich in der kalten Jahreszeit auf Einkaufstour. Immer mit der gleichen Geschichte. Ich ernähre mich normal und bin gesund. Aber ich bin unsicher, ob ich genug Vitamine zu mir nehme. Gleich in der ersten Apotheke bekomme ich daraufhin ein Multivitaminpräparat und zusätzlich noch Vitamin-D-Tabletten. Also die Apothekerin war sich ja jetzt ganz sicher, dass ich auf jeden Fall noch was zusätzlich brauche, auch wenn ich mich super ernähre. Also das war wirklich erschreckend, weil die Aussage war ganz klar, dass man über die normale Ernährung nicht alle Nährstoffe abdecken kann. Und das ist einfach falsch. Gibt es denn irgendeine Situation, in der es vielleicht doch sinnvoll wäre, Vitamin D zu nehmen? Also ich weiß noch, mein Sohn hat es als Baby gekriegt. Richtig, also Kleinkinder im ersten Jahr empfiehlt man es, weil einfach das Sonnenlicht bei den Kleinkindern ein Problem darstellt. Oder auch bei älteren Personen, die vielleicht bettlägerig sind und dadurch nicht Sonneneinstrahlung haben. Aber ansonsten ist es für einen Menschen, der jeden Tag an der frischen Luft ist, nicht notwendig. Auch die nächste Apothekerin ist sich sicher, dass es ohne Tabletten nicht geht. Ja, und erschreckenderweise mit der Aussage, dass man gar nicht so viele Orangen essen kann, um seinen täglichen Vitamin-C-Bedarf zu decken. Und das ist schlichtweg falsch. Also es reicht im Prinzip ein Glas Orangensaft und dann habe ich meinen Vitamin-C-Bedarf für den Tag schon abgedeckt. Also hier ist was verkauft worden, was komplett unnötig ist. Denn was passiert mit dem Vitamin-C, dass ich zu viel aufnehme? Wir scheiden es einfach wieder aus. Das heißt, ich kaufe hier eigentlich ziemlich teuren Urin. Ja, genau, das ist ein schöner Vergleich, ja. In der dritten Apotheke wird es für die Verbraucherschützerin und mich richtig teuer. Eine Vitaminkur für 45 Euro. Ich habe ja mehrmals gefragt, ob man das braucht. Muss ich nicht eigentlich in der Apotheke erwarten können, dass mich da jemand nach dem Stand der Wissenschaft berät? Also es ist ja jetzt keineswegs wissenschaftlich irgendwie nachgewiesen, dass mir das hilft. Also ich sehe da auch in der Beratung ein wirtschaftliches Interesse und es ist einfach enttäuschend für einen Verbraucher, wenn er in der Apotheke geht, erwartet man, dass man da auch wirklich wissenschaftlich basiert beraten wird. Wir besuchen 9 Apotheken. Nur einmal werden wir korrekt beraten. Nämlich, dass gesunde Menschen keine Vitamintabletten brauchen. In der Verbraucherzentrale machen wir Kassensturz. Wir haben viel Geld ausgegeben für Präparate, die ich gar nicht brauche. Dürfen Apotheken das? Das eine, was ich als Kunde erwarte, ist, dass ich gut beraten werde oder fachkundig. Das andere, was ich aber natürlich auch erwarte, wenn ich in der Apotheke gehe, ist, dass ich denke, was ich in der Apotheke kaufe, das ist doch irgendwie vom Gesetzgeber bestimmt geprüft. Also da wird doch irgendwie erwiesen sein, dass das für meine Gesundheit förderlich ist. Ist das denn so? Das stimmt bei Arzneimitteln, bei Nahrungsergänzungsmitteln leider nicht. Nahrungsergänzungsmittel müssen nur angezeigt werden, die müssen also gemeldet werden. Und dann muss nicht mal nachgewiesen werden, dass diese Präparate Wirkung haben oder gefährlich sind. Nur der Hersteller muss es sicherstellen. Aber bei der Anzeige an sich, also wenn ich das Produkt anmelde, muss das nicht geschehen. Das ist ja auch alles ganz schön teuer gewesen jetzt, ne? Ja, also wenn ich mir mal hier diese Summe anschaue, wenn ich das Geld investiert hätte in hochwertige Lebensmittel, am besten noch in Bioqualität, hätte ich meiner Gesundheit vermutlich mehr Gutes getan als jetzt in Form von Pülferchen und Pillen. Im Zweifel schadet die Angst vor falscher Ernährung mehr als das eigentliche Essen. Wenn ich meine Ernährung mit so einem Heiligenschein umgebe und eine Religion draus mache und ich schaff's dann nicht, dann habe ich ein schlechtes Gewissen und kann das im schlimmsten Fall zum Teufelskreis werden. Essen reguliert natürlich auch die Psyche und für manche Menschen ist es halt dann einfach besser, auch schützender, etwas mehr zu wiegen und dann zum Beispiel keine Depression zu haben oder am Arbeitsplatz oder zu Hause nicht zu verzweifeln. Fazit unserer Experten. Wer halbwegs abwechslungsreich ist und davon nicht zu viel, macht alles richtig. Wenn Sie natürlich jeden Tag zu McDonald's gehen und dort jeden Tag 3-4 Hamburger essen, dann ist das sicher ungesund. Aber zwischendurch da mal einen zu essen, das ist kein Problem. Ich darf alles essen, sofern ich und solange ich gesund bin und ich keinen Stoffwechseldefekt habe. Und wenn ich alles esse und ausgewogen esse und meine Psyche stabil ist, mache ich überhaupt nichts falsch. Zeit für etwas mehr Gelassenheit also. Wenn wir einfach nur lecker essen, statt uns zu ernähren, sind wir auf dem besten Weg.